Montana Black hat vor einiger Zeit in einem Stream erzählt, wie viel Geld er auf dem Konto hat und wie viel Steuern er gezahlt hat. Dass er damit unter Umständen mehr Informationen preisgegeben hat, als er eigentlich wollte, das erkläre ich dir mal in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich bekomme das in meinem privaten Umfeld auch regelmäßig mit, dass Gründer und Selbstständige relativ zurückhaltend sind, zu kommunizieren, wie viel Umsatz sie gemacht haben und wie viel Gewinn. Aber im gleichen Atemzug beschweren sie sich über die viel zu hohen Steuerzahlungen und sind da relativ offen, auch was die konkrete Summe betrifft. Das Ding ist nur, wenn man sich ein bisschen mit Steuern auskennt, dann kann man anhand von der Steuerzahlung ziemlich gut zurückrechnen, wie viel Geld denn diese Person verdient. Das heißt, ich kann mir den Umsatz und den Gewinn auch relativ gut ableiten. Und Montana Black war so freundlich und hat uns ein hervorragendes Praxisbeispiel geliefert. Und anhand von den Zahlen von Montana Black rechnen wir jetzt einfach mal aus, wie viel Gewinn, also Einkommen, Montana Black denn gemacht hat. Was ich auf dem echten Konto habe, kann ich hier gerade gar nicht sagen, Digga. Ich kann kurz gucken. Ich lieg das jetzt hier, ist mir egal. 308.663,08 €. Montana Black hat also ungefähr 308.000 Euro auf dem Konto. Und um ganz ehrlich zu sein, der reine Kontostand sagt überhaupt gar nichts aus. Deswegen glaubt auch nicht irgendwelchen Online-Gurus, die dir den Kontostand zeigen und dadurch zeigen, dass sie viel Geld verdienen. Kann ja sein, dass er am Tag davor einen Kredit in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen hat. Das heißt, der Kontostand hat überhaupt gar nichts zu sagen. 308.663,08 €. Oh, da muss irgendwas Großes, glaube ich, abgegangen sein in letzter Zeit. Ah ja, Steuerkasse Hamburg. Oh! Steuerkasse Hamburg am Donnerstag, am 5.9. 248.000 Euro abgebucht. Mir war doch so, da wäre was gewesen. Und hier nochmal Steuerkasse Hamburg. 30.000. Also das ist ein Lebenschat. 280.000 haben die abgebucht diesen Monat, die Schweine. Was viel interessanter ist, ist die Steuerzahlung in Höhe von 248.000 Euro an die Finanzkasse Hamburg, also an das Finanzamt in Hamburg. Das hat er gezahlt am 5.9. Und später hat er dann nochmal 30.000 Euro gezahlt. Insgesamt ungefähr 280.000 hat er Steuern im September gezahlt. Und für mich stellt sich jetzt hier die Frage, welche Schlüsse und welche Erkenntnisse kann ich mit diesen Informationen gewinnen? Als erstes sollte man wissen, welche Steuerarten Montana Black eigentlich zahlt. Also welche Steuer kann das denn eigentlich sein? Und Selbstständige zahlen in Deutschland in der Regel drei unterschiedliche Steuerarten. Und zwar einmal die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. Die Gewerbesteuer fällt raus, weil die Gewerbesteuer ist im September gar nicht fällig. Das heißt, es bleiben die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. Und er hat ja auch zwei Steuerzahlungen geleistet. Deswegen gehe ich davon aus, dass eine Zahlung für die Einkommensteuer ist und eine Zahlung für die Umsatzsteuer. Wichtig an dieser Stelle ist zu verstehen, wie sich die Vorauszahlungen eigentlich genau berechnen. Die Einkommensteuer ist relativ einfach, weil wir bekommen ja einmal im Jahr einen Einkommensteuerbescheid. Das heißt, irgendwann geben wir unsere Steuererklärung ab und dann bekommen wir einen Einkommensteuerbescheid. Und da drin steht die gesamte Steuerlast für ein Jahr. Also beispielsweise 2020. Und da wird alles mit reingerechnet. Also meine quartalsweisen Vorauszahlungen, Abzüge vom Lohn und Gehalt und auch meine Abschlusszahlung oder Erstattung. Die wird dann halt entsprechend abgezogen. Und in diesem Bescheid steht eine gesamte Steuersumme, die ich für ein gesamtes Jahr gezahlt habe. Und in der Regel stehen in diesen Einkommensteuerbescheiden auch die Vorauszahlungen für die nächsten Quartale. Weil das Finanzamt geht hin und nimmt die gesamte Summe der Steuer, die ich für ein Jahr gezahlt habe, und teilt sie einfach durch 4. Weil als Selbstständiger muss ich quartalsweise Einkommensteuervorauszahlungen leisten. Also quartalsweise bedeutet 4-mal im Jahr und deswegen wird die gesamte Steuerschuld eines Jahres durch 4 gerechnet und das sind dann meine quartalsweisen Vorauszahlungen. Interessanterweise hat Montana Black so ungefähr im März, April in einem Interview, also in einem anderen Video, schon mal erwähnt, dass er gerade 1,5 Millionen Euro Steuern gezahlt hat. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Jetzt aktuell 30.000. Bei mir ist Steuer abgegangen 1,5 Millionen. Ich hätte irgendwie gedacht, dass du wirklich mehr Geld auf dem Konto parkst, was nicht so schlau ist, aber... Nee, ich hatte ja Geld auf dem Konto, aber das hat das Finanzamt genommen. Dieser Betrag ist relativ hoch und deswegen gehe ich davon aus, dass das eine Abschlusszahlung war. Und wahrscheinlich übrigens auch alle drei Steuerarten, also die Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer. Das heißt, das war seine gesamte Abschlusszahlung für ein Jahr. Stellt sich auch da die Frage, für welches Jahr? Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das eine Abschlusszahlung war für das Jahr 2020. Warum? Montana Black hat einen Steuerberater. Das hat er an verschiedenen Stellen schon mal erwähnt. Dann habe ich einen neuen Steuerberater mir geholt, bei dem ich immer mal noch bin. Jens heißt der. Ehrenbruder Jens. Richtig cooler Typ. Dieser Steuerberater hat eine Frist bis Ende Mai 2022. Deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass der Steuerbescheid, den Montana Black im März 2022 bekommen hat, der Steuerbescheid für 2020 war. Warum ist das Ganze eigentlich wichtig? Weil in dem Einkommensteuerbescheid, den du bekommst, in der Regel auch die quartalsweisen Vorauszahlungen festgesetzt werden. Das heißt, wir wissen, dass bei Montana Black der letzte Steuerbescheid aus dem März 2020 war und mit diesem Steuerbescheid auch neue Vorauszahlungen festgesetzt wurden.
Das heißt, wir wissen jetzt schon einmal, wie sich die Einkommensteuervorauszahlungen berechnen. Und wir können sehr sicher davon ausgehen, dass eine der beiden Zahlungen, die Montana Black im September geleistet hat, für die Einkommensteuer ist. Und warum ist eigentlich auch relativ einfach? Weil die Deadline für die dritte Einkommensteuervorauszahlung der 10. September ist. Das heißt, eine der beiden Zahlungen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Einkommensteuervorauszahlung gewesen. Die zweite Zahlung ist mit ziemlicher Sicherheit die Umsatzsteuer. Bei Montana Blacks Umsätzen wird er eine monatliche Buchhaltung machen müssen und anschließend monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen und auch monatlich die Vorauszahlung leisten. Bucht Finanzamt monatlich ab. Das ist immer bei jedem unterschiedlich. Bei mir wird monatlich die Mehrwertsteuer abgebucht, glaube ich, ist das, ne? Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuervorauszahlungen berechnen sich nämlich anders als bei der Einkommensteuer. Bei der Umsatzsteuer wird tatsächlich jeden Monat einfach Buchhaltung gemacht, werden alle Einnahmen zusammengerechnet, alle Ausgaben und wird dann geguckt, welche Umsatzsteuer reingekommen ist und welche rausgegangen ist. Das heißt, da wird wirklich monatlich exakt berechnet, wie viel Umsatzsteuer man zu zahlen hat und dann wird dieser exakte Betrag innerhalb von 10 Tagen eines Monats an das Finanzamt gemeldet und auch gezahlt. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, im September hat Montana Black auch Umsatzsteuer gezahlt. So, als erstes Zwischenfazit können wir also festhalten, dass Montana Black im September Einkommensteuer und Umsatzsteuer gezahlt hat. Und wir wissen auch, dass er einmal 30.000 Euro und einmal ungefähr 250.000 Euro gezahlt hat. Die Frage ist jetzt, welche Steuerart gehört zu welcher Zahlung? Und wenn man das Geschäftsmodell von Montana Black kennt und so ein bisschen steuerliches Hintergrundwissen hat, dann weiß man ehrlicherweise auch, welche Zahlung für welche Steuerart ist. Montana Black hat nämlich zwei ganz wichtige Einnahmequellen. Einmal Twitch und einmal YouTube. Und Twitch und YouTube sitzen beide nicht in Deutschland. Das heißt, Montana Black bezieht Geld aus dem Ausland und dieses Geld ist ohne Umsatzsteuer. Das heißt, er muss keine Umsatzsteuer zahlen auf die Umsätze, die er von YouTube und Twitch bekommt. Das bedeutet also, dass zwei ganz wichtige Geldströme ohne Umsatzsteuer sind. Und deswegen kann man auch sehr stark davon ausgehen, dass der niedrigere Betrag für die Umsatzsteuer ist und der höhere Betrag für die Einkommensteuer. Mit den Informationen aus der Umsatzsteuervorauszahlung können wir ehrlicherweise gar nicht so viel anfangen. Deswegen wollen wir uns mal genauer mit der Einkommensteuer beschäftigen. Wir wissen ja, wie sich die Vorauszahlung für die Einkommensteuer zusammensetzt. Also es wird die gesamte Steuerschuld eines Jahres genommen, durch 4 geteilt und das sind dann die quartalsweisen Vorauszahlungen. Und die quartalsweise Vorauszahlung, das hat Montana Black uns ja verraten, liegt bei 248.000 Euro. Und dann alle 3 Monate eine Vorauszahlung. Alle 3 Monate ist eine Vorauszahlung, glaubt bei mir 250.000, also 1 Million Vorauszahlung im Jahr ans Finanzamt und dann halt das, was am Ende noch übrig bleibt, bezahlt man auch noch, ne? Das heißt, die gesamte Steuerschuld eines Jahres muss quartalsweise, also 4-mal ungefähr 250.000 Euro betragen. Das heißt, Montana Black zahlt ungefähr 1 Million Euro Einkommensteuer pro Jahr. Wie kommen wir mit diesen Informationen auf sein Einkommen? Bei dieser Einkommenshöhe können wir davon ausgehen, dass Montana Black den Spitzensteuersatz zahlt, und zwar 45% in Deutschland, plus Solidaritätszuschlag und eventuell auch plus Kirchensteuer. Ich bezahle 50% Steuern. So, jetzt haben wir wieder die Experten, die reinschreiben, so und so ist der Höchstsatz. Schaut mal, was man noch bezahlen muss und am Ende bezahlst du nie 42-43% Höchstsatz. Im Grunde kannst du immer rechnen von dem Geld, was du verdienst, wenn du Reichensteuer noch bezahlen musst, immer 50% weg. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, können wir also 50% Steuerbelastung annehmen. Das heißt, wir wissen, 1 Million Euro entsprechen den 50%. Das bedeutet automatisch, dass 100% das Doppelte sind. Das heißt, das gesamte zu versteuernde Einkommen, also der Gewinn von Montana Black, liegt bei 2 Millionen Euro und darauf zahlt er halt 1 Million Euro Steuern pro Jahr. Das Ganze klingt doch schon nach einem sehr stolzen Einkommen und es ist wahrscheinlich ein bisschen höher als das, was du verdienst oder auch das, was ich verdiene. Aber wir haben hier noch einen ganz wichtigen Part vergessen und zwar die Gewerbesteuer. Nur weil Montana Black im September keine Gewerbesteuer gezahlt hat, heißt es ja nicht, dass er generell keine Gewerbesteuer zahlt. Und die Gewerbesteuer liegt bei ungefähr 15%. Und das Interessante bei der Gewerbesteuer ist, dass man sie anrechnen kann auf die Einkommensteuer. Gewerbetreibende zahlen zwar Gewerbesteuer, dafür aber halt ein bisschen weniger Einkommensteuer. Und der Hebesatz in Buxtehude liegt bei 410%. Das bedeutet, dass Montana Black wirklich auch fast die gesamte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen kann. Das bedeutet also, dass Montana Black gar keine 50% Einkommensteuer zahlt, sondern nur 50% minus die Gewerbesteuer, also 50% minus 15% sind 35%. Deswegen können wir davon ausgehen, dass Montana Black insgesamt 35% Einkommensteuer zahlt. Das bedeutet also, dass ungefähr seine 1 Million Euro Steuer, die er pro Jahr zahlt, nur 35% seines gesamten Einkommens ist. Und wenn 1 Million Euro 35% sind, was sind dann 100%? 2,8 Millionen Euro. Die Annahme ist also relativ begründet, dass wir sagen, das gesamte zu versteuernde Einkommen von Montana Black liegt bei 2,8 Millionen Euro. Ich möchte an dieser Stelle dringend darauf hinweisen, dass wir nicht Montana Blacks Steuerberater sind. Ich versuche einfach Aussagen von ihm, die er öffentlich getätigt hat, in Kontext zu setzen und zu erklären,
klären, welche Informationen er damit preisgegeben hat. Ich weiß selber nicht, ob er das mit Absicht gemacht hat, ob ihm das bewusst ist. Da er aber auch relativ offen mit seinen Einnahmen umgeht, gehe ich davon aus, dass es ihn jetzt auch nicht wirklich weiter stört, wenn das öffentlich ist. Und ich möchte hier natürlich auch sagen, dass ich die groben Prozentzahl deutlich gerundet habe. Man kann das schon auch genauer berechnen. Allerdings gibt es auch immer noch Gründe, warum bestimmte Vorauszahlungen nach höher und niedriger sein sollte und das jetzt keine exakte Wissenschaft ist, weil ich einfach seine ganzen Rahmenbedingungen nicht kenne. Allerdings ist die Näherung über die Steuerzahlungen deutlich genauer, weil Seiten wie Social Blade oder irgendwelche anderen Schätzungen sind auch relativ ungenau und diese Schätzungen berücksichtigen in der Regel auch nicht alle Einkommensquellen. Also Montana Black hat auch ein Haus, was er vermietet oder er verkauft Merch oder kriegt Ausschüttungen aus GmbHs, an denen er beteiligt ist. Also ich kann euch eins sagen, also ich glaube, die wenigsten sagen wirklich das, was sie an Vermögen haben, mich mit auch eingeschlossen. Er hat mich gefragt, was auf meinem Konto ist, aber natürlich haben viele in Immobilien, in Uhren, Krypto, whatever investiert. Das, was auf dem Konto ist, ist ja nicht das, was sie an Vermögen haben. Das alles ist ja normalerweise nicht berücksichtigt, wenn ich zum Beispiel auf so eine Seite gehe, die mir anzeigt, wie viel Umsatz er macht. Deswegen glaube ich schon, dass die Näherung zum Einkommen über die Steuervorauszahlung deutlich genauer ist als alle anderen Schätzungen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir relativ gut zeigen, wie viele Rückschlüsse man eigentlich daraus ziehen kann, wenn mir jemand sagt, wie viel Steuern er vorauszahlt. Deswegen, wenn du nicht möchtest, dass die Leute wissen, wie viel Gewinn oder Umsatz oder was auch immer machst, dann beschwer dich bitte nicht laut über die Höhe deiner Steuerzahlungen, weil daraus kann man tatsächlich eine ganze Menge Rückschlüsse ziehen. Wenn du zu dem ganzen Thema Einkommensteuervorauszahlung oder generell Steuervorauszahlung Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wir haben zu dem ganzen Thema Buchhaltung, Finanzen und Steuern für Selbstständige schon eine ganze Reihe andere Videos aufgenommen. Deswegen schau unbedingt auch mal weitere Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. War auf jeden Fall ein gutes Video, Digga. War ein gutes Video.